Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Once Human. Nächste Extraction Site mit Darky und Void. Hi. Hallo. Also wir haben die hier in der Pampa gefunden. Die ist ziemlich versteckt, ehrlich gesagt, muss man schon fast sagen. Hier, seht ihr, hier am Arsch der Welt sozusagen, an dem sandigen Arsch der Welt hier. Und das nennt sich 73 Source Extraction Point. Wir wollten da rein. Warum? Weil es cool ausschaut, dahinter leuchtet was. Also gehen wir da jetzt rein. Wie gesagt, Gameplay-Video mit Crate-Markers im Kapitel, wenn sich das Spiel jetzt nicht aufklingt hat. Treasure Chest. Here are the photos of buildings with treasures. The mysterious treasures at the very top. Also Crate Meme Chest and all top left area. Good luck, have fun. Das ist eine Info, die mir schon wieder ein bisschen zu viel ist, ehrlich gesagt. Da sind jetzt drei Fotos drin, wo da alle drei Chests sind auf die drei Fotos. Welche, der nur die, sagt man, die große ist ganz on top. Aber so, und die anderen zwei schickt er zwar Fotos nur für die Eingänge von Gebäuden. Wo ich eigentlich aber dann ja gar nicht weiß. Irgendwo oben ist halt was, ja, aber. Das, ja, das finde ich zum Beispiel wieder viel cooler. Wenn du herkommst. Was? Ja, das was ich gemeint habe. Ab und zu haben es bei den Loot-Dinger, wo nur Kasteln sind und looten kannst. Ja, diese Table. Das wirkt wie. Ja, alle drei. Es wirkt optischer einfach viel geiler. Es wirkt da realistischer, weil wenn dann welche stehen und da Leute da wirklich in Wirklichkeit stehen, du arbeitest der Security, du rennst den ganzen Tag da hin und her. Du hast halt im Kastel ein paar Sachen liegen von dir vielleicht, ne? Also es ist realistischer, damit du da in einem Kastel was drin hast oder am Tisch drauf, ne? Da ist eine normale Storage Grid. Die witzigerweise aber genauso gesundert hat wie die andere. Da drum leuchtet auch blau, wo der Sniper-Turm ist. Wo ist der Darky? Da unten. Da ist nichts da herum, tolles, außer einer Crate. Also eine. Eine normale. Keine brauchbare für die Ding. Falls du dir die Umgebung durchsporen willst. Hier ist auch ein normales Storage Crate. Warum tut das dahin so komisch leuchten alles? Ui. Kennst du das, wenn man in ein Wespennest stochert? Mhm. Das ist, glaube ich, gerade passiert. Was hat es zwar leicht? Ich stehe noch immer auf dem Sniper-Turm und schieße von der Weide gerade, aber. Ich bin eigentlich überladen schon. Ich komme zu euch hin. Ich will da weg. So, Steiner habe ich mit. Die tue ich weg. Ich habe schon wieder. Ob hier in der Lagerhalle ist was drinnen. Glaube ich. Storage-Halle ist hier. Warte mal, ich komme zu euch hier, weil. Also ich red da, bin hier, du, ich red's dort und ich weiß nie, wo mein Mann ist. Okay, ich bin jetzt so beim Void da. Was hast du droppt da? Was sinnvoll ist, oder? Anna. Okay. Steine. In der Halle müsste eine Kiste sein, ich habe auf dem Foto gesehen vorher. Ja, da ist sie wieder. Das ist auch sowas, was sich wiederholt, gell, mit dem Auto. Da ist sicher wieder Aufzug hinter, oder? Ja, na sicher. Oder hier die Treppe, ich habe keine Ahnung. Irgendwo kommt man da hinter dem Zaun müssen wir. Ach Mensch, scheiße. Ach, da ist der Aufzug, ja. Ja, ich bin habe ihn gerade weggeschickt, ohne dass er umsteht. Schau, da haben sie aber schon mit, doch. Da kann man von der Rinne schon wahrscheinlich drucken, ja? Ja, sicher. Bei mir hast du dann eine Leptische. Achso.
Das ist so wahr seit dem Paar, seit dem Patch heute nicht, ja? Wo ist der Aufzug? Am Ende vom Raum. Ich schick mich schon mal obi. Kannst du mal gleich mit aufholen? Also nein. Bist schon da. Geht's mit dem Aufverfahren? Geht's eh? Ja, ja, das. Mit anvisieren, weil jetzt haben sie sich rübertraut, die Steuerung bei dem da. Nur bei den ersten war das so schief. Jetzt ist es anders, das Ganze. Nein, Mann. Ne, weil damals sind sie so, so gerade gestanden, die ganzen Steuerungen, nach vorne hin. Und jetzt sind sie so rüberdreht zum Aufzug. Das ist viel besser gleich. Geh mal nach oben, Void. Ja, ja, ja. War gerade geschwind. Der Wicked und die hängen gerade miteinander. Siehst du mich? Ich. Wie man dachte, ich gehe mal kurz AFK da. So, lala. Die blöde Met-Drohne, sowas hätte ich gern. Ich brauch keine Drohne, die rumschießt. Ich brauch keine Drohne, die rumschießt. Ich brauch aber keine, die rumschießt. Ich hätte gerne eine, die wie die mir nachfliegt und mich heilt. Das war nämlich ja, mördergeil. Was? Gibt's die nicht? Was denn? Gesehen hätte ich so. Weiß nicht, was die verstärkte Drohne kann. Also ich meine, da gab's eine Drohne, die das Heilen fällt dir nämlich geil, weil dann brauchst du nicht so viel Activator, die fliegt dann nach und heilt dich immer ein bisschen. Da kann man die Kasteln auch wieder ausrammen. Und ja, da ist Salz drin. Woo! Jawohl! Einmal weniger ins Meer reintunken. Ich wollte gerade sagen, sparen wir es jetzt am Meer gehen. Kann ich doch raus? Ja, klar nicht. Und Daki ist schon da draußen unten? Ich bin draußen, ja. Ah, hier, hallo. Ach da, Achtung, das schießt wer. Ich verlasse mich da voll und ganz auf dich. Jetzt nicht mehr. So, Void. Void ist auch hier. Ja. Gehen wir gegenüber gleich rein, das fette Ding da? Ja. Na, wo geht's denn da nach vorne hin, in den Bunker rein? Na, gehen wir zuerst in die kleine Halle da und dann in den Bunker, damit wir heraus das haben, oder? Mhm. Brauch aber einen von euch, ich hab kein Licht. Ja, das kriegen wir schon rein. Erschreckt aber alle auf. Was soll denn jetzt hingelaufen? Ich bin off und er ist mit dem Moped gerade gefahren. Oh Scheiße, mich hat's erwischt. Moment. Eine blöde Drohne. Meine Drohne ist auch nicht die klügste, die wollten Toten gerade heilen. Das hat aber nicht funktioniert. Dann ist weiter, dann ist weiter geflogen zum nächsten. Na, läuft. Mein Inverter, Schweißgerät. Da oben was Wichtiges? Nee, ne? Nope. Da war es nicht viel. Entweder gehen wir jetzt zu den lila lustigen Felder, die was so witzig sind, oder wir gehen in den Bunker rein. Die Felder wären da rechts.
Felder oder Bunker? Keine Ahnung. Gegner gibt's da, boah. Ja. Also das lila Sandy-Felder war so leicht. Ja. Das ist ja, das ist so lila, weiß nicht was. Ja, aber da habe ich vorher schon von der Weite hingeschossen und viel gibt's da nicht. Da gibt's so die zwei, drei Gebäude anscheinend. Das wissen sie an einem Shell greifen, nachdem sie einen Headshot gekriegt haben. Normalerweise ist es tot sein. Will er mal in das Wasser hupfen und schauen, was passiert? Wollte ich auch gerade fragen. Nix. Probiert oder nur geraten? Ja, ich bin ja hier drin. Passiert nix. Gar nichts? Cool. Nö. Was ist? Ah. Heil. Habt ihr auch seine Diener? Wo ihr habt ihr eine? Ja, doch, haben wir. Aber auch. Wir haben unterschiedlich viele. Der mit der wenigsten sagt, wie es geht. Ist der Void. Was? Naja, wenn es eine Umgebung ist, wo die Sanity runterrennt, rennt sie ja mal bei jedem gleich weit runter. Aber wenn du weniger hast als wir Sanity, dann haben wir zu viel. Auf jeden Fall, da sind wieder Blumen. Schauen wir mal, wie schaut die Umgebung aus. Eck. Ein Wundert, ein Minimalik. Mystery Chest upstairs. Am höchsten Gebäude am Top, habe ich mal gehört. Dann gehen wir doch mal die Treppen hier hoch, oder? Ja. Ich finde aber, bei dem Spiel macht die Story auch viel aus. Es ist jetzt nicht so die Bombenstory, die mich leitet jetzt da, aber es ist einfach so mysteriös, diese so Umbrella-mäßig von Resident Evil, diese Firma, die halt irgendwie Experimente und Forschungsinstitute gehabt hat, die Welt ist untergangen, die haben es alles zurückgelassen, ein paar stehen aber doch noch beschützt da, auf einmal gibt es so komische Mutantenviecher, irgendwie ja, ist schon, macht schon was her. Letztendlich ist das ja hier dieses, wie heißt die? Dance of the Forest. Naja, nee, nicht Sand auf der Forest. Ich meinte jetzt hier in dem Game. Stardust. Starfall. Star irgendwas war da. Nee, warte mal, wie heißt jetzt, die nicht unbedingt gut sind? Rosetta. Die Rosetta, genau. So heißt die Company, ja. Aber im Prinzip genau. Ist es gleich, finde ich, sind die gleichzusetzen mit Umbrella von Resident ja. Evil. Die haben ja auch experimentiert, ist was schiefgegangen. Nur weiß ich die Geschichte, da ist nicht gerade, ob bei denen was schiefgegangen ist oder ob das, ja, das. Wir haben hier lila, hast du das schon? Ja. Ja, hier rüben. Wir sind ja gerade okay. Da. Sind ja alle genau gleich weit gerade, cool. Viel haben wir noch nicht. 17 Gegner habe ich, eine Crate und keine Elite, kein Mysterious, also das Gebiet dürfte wieder. Nein, Elite habe ich schon. Nein, genau. Elite habe ich aber auch nicht. Das oh. Ist, weil der Wald immer alles umnietet ohne uns. Ja. Ja. Habe ich nichts dafür. Oh ja, weil du so schnell gehängt. Bist. Nein. I. Schau. Na, schau, er ist schon wieder da vor. Ich sehe nur mehr sein Ding. Ich sehe ja schon wieder nur meinen Punkt, wer fort ist. Aber wir werden dann finden, da mache ich mir keine Sorgen. Um eine Elite mache ich mir keine Sorgen. Den werden wir irgendwann finden. Ja, früher oder später. Na, und wenn nicht, dann warten wir, bis Respawn ist, noch finden. Da drin ist eh einer. Schau, ich lasse euch den. Ja, wo? Wer sagt, dass der Elite ist? Ja. Ich hab doch eben mal einen Elite da geschossen. Hey. Und alles erledigt. Na. Bin platt. Die Drohne hinter uns hätten wir vielleicht runterschießen sollen.
Jetzt schon. Knien aufstehen, Knien aufstehen, Knien aufstehen. Danke. Da jetzt ist die Drohne auch weg. So, das war der Elite. Ui, guck mal. Weapon Crate, danke. Okay, jetzt haben wir die Crates. Vorher in der Blume ist gestanden, dass am Top vom höchsten Gebäude ist die Mysterious. Ja. Es hat noch keiner von uns jetzt eine Ahnung, ob das jetzt das höchste Gebäude ist oder nicht, vermute ich mal. Ja, ich glaube, da ging es draußen ein Stück höher, meine ich. Weiß nicht. Krebert man mal da runter. Ja wieder runter. Na, wir können nach oben gehen da. Ah! Nicht so schnell. Ich bin genau zwischen dem Gitter gefallen. Ich hab's gesehen. Ja. Ich glaube nämlich, dass das der Aufgang ist, wenn wir unten reingegangen wären bei dem Bunker, dass das jetzt der Aufgang ist. Ja. Wo man raufkommt, aber da geht's in den Keller runter anscheinend auch. Weil du bist tiefer gefallen als die anderen. Halt. Dankeschön. Ja. Bist du im ersten Stock geblieben oder im Keller oder ja, oben? Ja, nein, nur dass wir wissen, wo wir hin müssen. Ein paar Notfallskisten, Boxen, Transporttaschen, Dinger. Erste-Hilfe-Dinger da. Ah, ich verstehe. Ja, nur dass gut. Nur dass wir ins richtige Stockwerk rennen, ja? Na, kommt es noch mehr auf, da geht's noch weiter. Na passt, dann gehen wir da mal weiter. Ich glaube, da kommen aber wir. Aber ich lasse euch vorgehen, weil sonst heißt, ich bin mir so weit vorne. Nein, jetzt kann es schon gehen, wir haben eine Elite. Na, passt Elite schon. Elite haben wir. Wo seid ihr ganz nach oben wahrscheinlich, ne? Na, da, zurück. Hey, der Ninsen ist da. Wer? Ach, da. Wer? Spieler war da. Ja, irgendeiner. Ja, ja, zwei Stück. Oha, der schaut geil aus. Placeholder-Text, ja, der ist sicher böse. Naja, ballern wir mal drauf. Blatt. Was haben wir denn hier? Das ist wieder Gear? Ja. Ja. Gear Crate again! Ah, deswegen hast du gemeint an Nielsen, weil du einen Typ wie Nielsen hast, ne? Mhm. Cool, vielleicht ist er eh. Na, der macht keine Gameplay-Videos. Der macht eher so Erklärbär und Streaming und so, ne? Oder hat der schon immer so ein Spiel gespielt da? Na, gell? Boah. Glaub nicht, oder? Wie heißt's? Das mit der Bratpfanne da. Das. Was? Bratpfanne? Was für Bratpfanne? Ja, das. Ja, Battle Royale-Ding halt. Mit der Bratpfanne. Fortnite? Ja. Nein, nicht der Bratpfanne. Battleground das, oder was? Das Winner Chicken Dinner, wie heißt denn das? Winner. PUBG. Ich nicht. Ach, PUBG. Ah. Wo ist der Bratpfanne? Oder? PUBG ist das, glaube ich. Oder? Ja, nein. Doch, du kannst eine Bratpfanne im Arsch schieben, auf den Popo machen. Okay. Der hat schon recht. Das geht schon. PUBG ist es. Ja. Weiß ich nicht. Kannte ich nicht. Ist auch ganz. Das Papier schon wieder la. Auch ganz lustig. Aber ist halt Battle Royale, ne?
Genau. Wenn Battle Royale gut ausgeführt ist und nicht zu stressig, habe ich damit auch kein Problem, ehrlich gesagt. Gibt ja welche, da kannst du halbwegs PUBG gut was machen. PUBG ist eigentlich voll chillig. Seitdem du springst natürlich genau da ab, wo die meisten abspringen, ne? Ja. Aber da musst du gute Ohren haben, du musst da echt auf die Geräusche achten. Ich habe immer Apex Legends, habe ja eine Weile gespielt, das war immer recht cool. Boah, Apex war lauernd. Das habe ich am Anfang gespielt, wie es erschienen ist, da haben das nicht viele gespielt. Und erst einen Monat später, hast du auf einmal dann, wie die Spieler mehr geworden sind, die Presse gesehen, so wie bei Once Human. Und nachdem es einen Monat da war und das Interesse groß war, überall in Benzy Games Hardware, Games da überall darüber geredet auf einmal. Und auf einmal ist das Apex aber dann so viele Spieler gehabt, damit ich da, also ich habe da keine Level gehabt mehr, da bin ich zu schlecht. Leider. Ich würde es gern spielen, ich würde das Spiel gern spielen, aber ich bin da einfach zu schlecht. Das müsste. Ja, Epic Legends habe ich auch gespielt. Das müsste ein gutes Matchmaking haben. Ich habe immer das Problem, da sind Leute dabei gewesen, die haben mich abknallt, ohne dass ich es jemals gesehen habe. Ich habe da sicher 50 Matches gespielt. Ich habe die nie gesehen. Also entweder weiß ich nicht, bin ich blind oder. Und das glaube ich ja deswegen nicht, weil ich andere Spiele auch spiele. Oder. Die waren einfach viel zu gut für mich. Ich hab die nicht tot gekriegt. Die halbe Zeit nicht. Ich war Glück, wenn einmal gestorben ist. So, Sesam, öffne dich. Nein, vielleicht war ich auch einfach zu blöd dafür. Wir haben gleichzeitig down. Ich hab's wieder zugemacht. Okay. Let's go! Dann hab ich gesagt, dann gehen wir wieder auf, oder? Ja, natürlich. Ab nach oben. Werd's mir sicher alle überholen. Warum? Ja, weil ich voll krank bin. Ich hab Eisen und du Tunst bist gerade vor mir, oder? Na, geh, okay, ich überhole dich nicht. Wir tun ja da als Group rumrennen, also ist mir das egal. Von daher. Im Gegenteil, wenn du langsam bist, das erste können wir alle folgen. Da sind wir ja eine marschiert gerade, oder? Ja. Ich war schon die ganze Zeit voll. Selbst wenn er voll wäre, würde er immer noch schneller sein. Ja, wir sind halt genauer, wir schauen halt alles an und er rennt halt überall vorbei, ne? Sagen wir es einfach so, okay? Ja, genau. Ja. Ich will einfach. Ich wollte gerade sagen, wir sind gerade alle da neben mir respawned. Ich versteck mich da jetzt mal. Ja. Ich hab den Lift schon mal geholt. Mal aufgefahren. Warum sehe ich eigentlich in Dark ist ein Name, aber in Wald ist ein Name nicht? Ich weiß nicht, aber ihr zwei packt es auch voll. Also ihr habt alle zwei nicht erlebt, die schon bei mir. Das haben sie aber jetzt wirklich jetzt erst eingebaut, gell? Na dann. Ja, aber vorher hat es ja auch passt. Ja, meine, vorher ist gegangen. Alle da? Ja. Ja. Abwärts. Aufwärts. Entschuldigung, nicht abwärts. Aber geil ist die Umgebung, gell? Mit diesen Nordlichter-ähnlichen Dinger, die senkrecht aus dem Boden kommen. Ja. Mhm. Ich finde wirklich, dass die das echt gut gemacht haben, die Umgebung. Muss ich wirklich an den Lob ausstellen. Der Punkt ist doch bestimmt da oben. Naja. Auf jeden Fall wird hier gut geballert gerade. Gegner gibt's auch. Ja. Die haben unseren Elite-Boss weg, oder? Oha. Na gut, wir haben ihn ja schon soweit, ne? Schieß ihn auch noch gar nicht. Den hab ich noch nicht. Ja, schieß ihn mal. Wo ist er? Ich glaub, du siehst, wie sie den wegschießen. Nein, ich bin voll hinten. Achso. Weil ich wollte sagen, wenn du das siehst jetzt, wir wollten ja nur den anhaben, dass die Quest ist. Wenn du jetzt dann siehst, baller drauf und wir nicht da sind, haben wir Pech gehabt. Die werden immer schwerer. Ich finde es aber cool, dass man trotz schwer sein noch immer aufheben kann.
Gesundheit. Danke. Sonst darf ich das Spiel glaube ich nicht spielen. Ballert wer da draußen. Ballert wer wie blöd irgendwie. Das hört sich aber voll nach so und so einem an. Ich weiß nicht, was sie da genau machen jetzt an der Geschütze. Ich kann das Geschütz nicht damagen. Ne, ich auch nicht. Erstmal einen Scharfschützen da wegmachen, der hinter dir stand. Auf was schießen die denn da? Ich glaube auf gar nichts, ist nur Bug. Mhm. Ja. Ja, dann müssen wir wieder auf. Ich denke, wir müssen da irgendwo noch auf, irgendwo, ne? Ah, da hinten sucht's ja. Hey, da wo ich jetzt stehe, sucht's. Warte mal. Da sind wieder Blümchen. Da wo ich jetzt stehe. Okay. Komm mal zu euch. Mysterious Chest in subterranen Level. Was ist ein subterranes Level? Mhm. Boden. Keine Ahnung. Jetzt sagen wir da gerade, da ist ein Foto dabei von so einem Keller, wo damals dieses komische Ding drin war. Das ist blöd zu beschreiben. Ah, da ist ein Gegner. Wo? Ja, genau, das habe ich im Foto gesehen, den Raum da unten. Da einfach bei der Tür rein wollt, da gehen dann die Stiegen runter. Ja. Ach, klar. Ja, genau, da unten ist die Chest, da steht es im Raum drin. I wanted a little medic. Ducky hier, alle da. Ich, ja. Ja, ich schau immer nur, ob alle da sind. Medic! Das geht mit einer Rosetta-Karte da auf, das Ding. Habt ihr eine, oder? Ja, ich hab 8. Ja. Nochmal Weapon Crate. Okay. SMG habe ich gekriegt. Da gibt's wieder ein Viech. Oder was? Na, da war. Das haben wir nur gekriegt, weil da links draußen war so ein Fuß. Aber ich hab gerade eins. Ich glaube, ich hab's cool. Kriegen. Ich hab noch eine neue Brille gekriegt. Oder da war so ein Fußabdruck heraus, was eine Quest gestartet hat. Hä? Was? Ja, druck zu mir auf. Okay. Ja. Dann schaut zu mir auf meinen Charakter. Ja, hast die Armbrust an und dann? Na, auf mein Büt. 50. Auf dein was? Er ist 50. Oh, ja, er ist 50 geworden. Man hätte das auch irgendwie offensichtlicher jetzt rumpushauen können, aber er wollte ein Rätsel draus machen. Ich dachte mir gerade, was will denn der? Warum? Was ist denn da so besonders? Das habe ich mir auch gedacht, aber nachdem nur 50 jetzt wirklich besonders ist, na dann, Graz zu Max Level. Ja, GZ. Jetzt rockst du ja dann die Bude hier, ne? Danke, sagen sie mir nicht wert, schau. Na, und dabei war ich auch Wochen weg, also. Und du hast vorher so viel gespielt, du warst schon, du hast vorher so ein Level erreicht gehabt, dann warst du eine Woche weg und nach der Woche hatten wir noch immer nicht dein Level. Das war wirklich so. Wie du wieder gekommen bist, warst du noch immer der Levelhöchste. Ja, du machst einfach, er macht einfach viel mit Craften das Ganze, das merkt man, weil es Craften gibt, die XP. Und wer allein, wie er sich gewundert hat, dass wir in einer Woche die 5 Tungsten-Äxte nicht verbraucht haben, ja. Sagt er schon viel. Also die werden sie schon verbraucht haben. So, nein, da ist noch nicht da. Was? Ich hab glaube ich 2 am Tag gebraucht. Das meine ich ja. Und wir haben in einer Woche keine 5 gebraucht. Also das zeigt ja, da merkt man ja schon, wie dass er eigentlich erwartet hat, dass wir da mehr machen. Warte mal, ich höre da unten was zu. Warte mal, ich höre was zu da unten. Wirklich? Hörst du was? Irgendwas zu. Ich glaube ja, du musst aufs Klo. Möglich. Wenn der sucht, mach ich mir auch Sorgen. Wo bist denn da? Ich bin nochmal runtergekupft, aber wenn ich da oben bei den Stirn rausgehe, macht es so dieses Kisten suchen. Aber da unten ist es anscheinend nicht, muss dann oben wo sein. Wo hast du das gehört leicht?
Also, ich sehe hier nichts. Warte, ich gucke gleich, ob es noch da ist. Ja, da haben wir nichts. Ja? Da wo ich jetzt stehe, da habe ich noch nicht übersehen irgendwo. Da wo ich jetzt stehe, suche es. Ja? Vielleicht habe ich irgendeine normale Kiste übersehen irgendwo. Kann schon sein. Doch, da ist was oben. Ich hab's nicht gehört. Es hat so lang schnö. Da, hinter der Tür. Ja. Danke, Void. Ja, super. Storage create was. Ja. Na, die haben wir schon. Tür. Ach, die habt ihr schon. Okay, dann hab ich es. Na, ich hab's jetzt da. Ah, ja, hat schon gehabt. Ich hab's jetzt auch jetzt gekriegt. So. So. Sind wir soweit fertig? Haben wir alles, gell? Wir haben alles, ja. Wir müssen noch mehr angeln. Wir haben was vielleicht die anderen Wege nach oben hätten wir noch schauen können, aber es ist eigentlich jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Der komische Turm da. Da ist ein Stein. Neben Blackfield. Was Blackfield. Für ein Stein? Ja, der Dingsstein, wie heißt der? Der Echo? Echo-Stone, ja. Ach so, ja. Wurscht, wir haben ja keine Base, mit dem man jetzt raiden kann. Und meine ist hier nicht. Und bei einer Hive-Base hätte ich das nicht machen. Der Große hat mit der Riesenkugel die ganze Base mit einem Schuss auseinandergenommen. Auch die Steinsachen. Und auch wenn unsere andere Base mehr aushält, ich hätte das nicht riskieren. Können wir probieren, wenn du willst, aber ich hätte es nicht riskieren. Ich glaube nämlich fast, dass das ein bisschen Bumm macht dann. Ja. Ah! Ja, da freue ich mich auf den Final Release. Da werden sie das mit den Echo Stones sicher gefixt haben, dass es nicht mehr so beschissen ist. Und, selbst wenn nicht, wissen wir wenigstens von Anfang an, für was die Wish Machine gut ist. Und werden die natürlich ja gleich am Anfang mitnehmen und nicht erst gegen Ende, ne? Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, wir haben es jetzt, das geht ja nichts verloren. Wir haben ja die Punkte die ganze Zeit angespart eigentlich, weil wir die Wischmaschine nicht gehabt haben, noch eher alle normal verwendet, aber trotzdem. Muss ich sagen, ja, mal so ein Restart ist schon mal cool. Ja, dann teleporte ich mich wieder zurück. Ja, ich werde da gehen, ich bin da gerade voll unter Beschuss auf den Daki. Nein, ich bin viel zu schwer. Kommt zu nix. Aber die Heavy Rosette da unten, die will ich noch killen. Vielleicht gibt's da irgendwie was Tolles. Ja, ich kann ganz schön was aus. So ein blauer Loot ist schon immer geschmeidig. So, der ist auch tot. Der ist auch hinüber. Auch hinüber. Ja, jetzt ist Root. Ja, Root. Musik ist weg. Rosetta Card, Energy Link, Weapon Powder. Ja. Nicht das Beste, aber es gibt auch viel Schlechteres. Schau mal, da ist schon wieder so ein Eingang, wo man eigentlich rein. Das ist die Nordseite. Ah, die Nordseite. Der Nordseite-Eingang ist anscheinend auch. Ja. Bringt sowas, wenn wir da rausfallen? Fahren? Nein, bringt nichts. Bringt gar nichts. Ja dann. Let's port! Was so viel heißt wie. Danke YouTube, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Wir gehen hier wieder raus. Wir haben die nächste Hütte, 73, was es irgendwie geheißen hat. Und denkt dran, mit dem Marker unten wird gemarkert, dass wo welche Kiste ist. Daran könnt ihr auch denken, wenn es nett seid, urviel lieb. Das schadet nicht, wenn es vielleicht aus dem anderen Lager gehört, dann hierher. Auch gut. Aber ansonsten sehen wir sich beim nächsten Mal. Dranbleiben, Abo, Like, Comment. Nichts vergessen, Leute. Bis dann und adios. Bye, bye. Ciao.